miteinander. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 mit Torin Gent. Wir plündern hier gerade ein O'Driscoll-Lager. Das erste, was wir hochgenommen haben, mal ordentlich. Meine Patrouille hier mal mit erledigt. Wie gesagt, es sind auch Banditen, also. Das ist völlig egal, dass sie dann glauben müssen. Wir sind hier der Robin Hood, ne? Quasi. Was kommen wir denn hier? Gummis mit davon. Waffenöl. So. Wie ging das denn nochmal mit dem Waffengedöns? Das Crafting. Das Angeln. Ja, warte mal. Mal die Waffe in die Hand. Nicht die Waffe, die Waffe. So. Und jetzt? Pflegen, genau. Die braucht gar nicht viel Pflege, oder? Reinige mal. Ja, doch. Oh, okay. Alles klar. Ist doch etwas besser, das Ganze. Gut, zurück. Das heißt, jetzt kann ich das Waffenöl hier aber mitnehmen, oder? Genau. Das war der Plan. Jetzt irgendwelche Pläne für irgendwelche Überfälle oder sowas. Hier, gemahlener Kaffee. Zu essen. Counterbug. Können wir schon noch gerade aufheben. Den O'Driscoll, den will ich aufheben. Will ich eher loswerden, als aufheben. Okay, ja, ich denke, das war's dann quasi schon für das Lager hier. Gut, Pferdchen. Haben wir doch sauber gemacht hier. Ich frage mich echt, ob wir auch auf den Zug einfach so aufspringen können. Das hier ist ja schon das Zuglager. Oh wow, das war echt nah dran. So, wir haben Pakete oder Briefe. Hello there, pleased to see you. Hi. Ich wollte mal Post abholen. Quarzbrocken, heute eingetroffen. Okay. Zugfahrkarten. Nach Rhodes? Genau. Genau, nach Rhodes. Nach Rhodes, da wollen wir hin. $7.50. Ich dachte, wir fahren jetzt mit dem Zug. Oh, das ist jetzt quasi in der Blender. Ah, okay, dass der Zug auch ankommt. Das ist ein schlaues Spiel. Ja, ein schlaues Gartchen ist auch hier. Ich werde jetzt ein bisschen warten, ja, bis der Zug kommt. Aber ist auch okay. Naja. Das können wir in Rhodes gucken, wenn wir mal die Sachen verkaufen können. Haben auch kein Kopfgeld. Müssen wir uns drei bewegen. Ja, ich auch drüben erstaunlich wenig Probleme hatten. Na gut, wir waren auch in keiner Stadt. Vielleicht ist es echt nur den Städten übel. Oh. Lukrative Raubziele sammeln. Zug ausräumen kannst du einsteigen, wenn er hält oder vom Pferderücken aus aufspringen. Ja, das. Wenn das. Jetzt tatsächlich mal nicht machen, ja. Wir wollen Bank of Rhodes. Ja, das ist mir schon klar, dass ich nicht unbedingt den Zug ausrufe, wenn er in der Stadt ist. So, also in da, hier, wir sind hier, da drüben ist der Laden. Da ist auch ein Waffenladen, können wir auch noch gleich angucken. Da ist ein Essensladen. Aber Klamottenladen habe ich jetzt auch immer noch keine gesehen. Hier vorne. Du bist aber nicht der Hehler, oder? Du bist der Schlachter. Kann ich hier was verkaufen? Ich könnte. Gesalzene Rindfleisch, 3 von 3 haben wir bei uns.
Also wir können tatsächlich das Zeug auch einfach hier verkaufen. Wir haben ja theoretisch ja in der Stadt, bei uns im Dorf, im Lager, ja. Beim dritten Versuch dann. Was? Ach, der Typ schon wieder, oh nee. Der steht ja da mit einem Messer rum, ey. Hello, Mister. First time. Store's pretty self-explanatory. Feel free to browse goods and sundries on the shelves. There's a full range in the catalog right here. All right, also gut, das ist das normale Essen. Keep it in the bag. Ja, Essen doch mal nicht verkaufen, du kommst auch nicht. Kaffee. Ja, Ausrüstung. Hans akzeptiert diesen Gegenstand nicht. Wie kann man denn diesen ganzen Scheiß verkaufen? Das ist die Frage, ne? Some of the ladies up at the parlor house, I've been told they're, well, let's just say I didn't think Rhodes was that kind of town. Aha. Sie müssen, glaube ich, beim Hehler das Zeug verkaufen. Wie sieht nochmal das Icon vom Hehler aus? Zeitung. Und jetzt tatsächlich zum Dingens hier gehen? Eigentlich nicht. Sheriff's Office. Hi. Howdy. Good morning, friend. I like you, mister. You have a kind face. Keine Bounties hier. Offensichtlich. Oh, du bist doch der Sheriff, ja. Grüßen, hallo. Morning, sir. Bist du auch nur ein Deputy, man weiß es nicht. Oh, come on. Parlor House? Galloway, is that right? Because I'm working for my family. They having a private conversation. We're to be respected, damn you! You... Dear God, why is this happening? Anna. Wobei hier, Junge. Still think you're tough? Ich meine Waffe liegen lassen hier. Aufheben. Danke. Diesen tollen Hut habt ihr. Warte mal, habt ihr auch. Ihr habt auch Hüte, ne? So. Mal den hier. Das ist so ein toller. Lemoy-Räuberhut. So wehe, mich verpfeift jetzt jemand hier wegen Diebstahl. Ich wollte dem Typ nur helfen, ja? Das Ding hier ist noch abgeschlossen. Also ich. Kann sein, dass wir schon wieder irgendeine Kampagne missen. Ja, hallo? I've lost my friend. Somebody help me, please. Was ist denn los, Mann, hier? Listen, have you seen... I'm looking for my friend Gavin. Gavin. I don't know any Gavins, I'm afraid. English bloke. Lovely fella. He went missing and now I'm all alone. Good luck. Okay. Yeah, Dad, I told you gonna drink my... That's too bad. Gavin! It's all as Gavin. To you, sir. Dear God. Hello. Ja, man machen wir hier nicht wirklich was. Bist du Gavin hier? Schlagen. Ne, die haben alle Schiss. Alle schon wieder Schiss hier. Wo kann man Karten spielen? Die suchen einen Hehler. Kannst du mir helfen? Das Leistungsmenü untersuchen. Bad nehmen.
Nee. Wir bleiben mal bei unserem wunderschönen Aussehen hier. Sind jetzt alle echt total drauf, weil wir hier so reingestürmt sind. Wir stürmen aber überall so rein. Entschuldigung, oh. Das ist so dein schönes Kleid, ne? Besudelst, meine ich. Das wollte ich natürlich nicht, also das, so jemand, der wie ein Engländer aussieht. Also hier Leute suchen, ist jetzt echt eigentlich nicht notwendig, glaube ich. Achso, warte mal, wir wollten die repetieren, die wollten wir theoretisch verbessern. Gucken, was wir da verbessern können. Was ist schon wieder los? Hallo? Warte mal, bist du nicht der Typ, dem wir geholfen haben? Ach, da? Why are you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time. This one might take the prize. No, wait. You've got to help me. It's that crazy gunsmith. He made me dress up like this. He's got me chained to the goddamn bird. Was zur Hölle? Was? Ich kann ihn jetzt erpressen, oder? You gotta do something. Hey, Bro. He's never gonna let me go. Welcome. Your first time in my shop? Anpassen. Machen wir erstmal das, ja. Zwar längst Repetiergewehr. Komponenten. Glad you take care of what's yours. I can improve the accuracy of that, you know. Ja, da ich weiter. $20, klar. Visier. Besser das Visier. Schaft. Breite Maserung. Reines Optik-Gimmick? Wirklich? Sieht dann so aus. Also nee, also das ist ja... Das bringt ja gar nichts. Schutz? Das dürfte ja was fürs... damit es weniger schnell dreckig wird, denke ich. Dekoration. Lackierung? Ja, echt das hier, aber keine Ahnung. Immer noch keiner, wie das funktioniert. Leder? Ach ja, natürlich mit den Falltasten. Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen, ja? Dieses schöne, diese rote Leder hier. I've heard some unsavory things about that salesman, Virgil Fish, something. And the Yankee sympathizing is the least of it. Der Korpus hier. So. Visier. Ist so winzig. Und das hier, so. Now I do have some foreign made iron when it's quality, but here in Rhodes, American is preferred. Adler. Gravuren. Ach, da vorne. Oh mein Gott. Komplettgravuren. Verschlussgravur. See Mr. Banks across the way there? He ain't the friendliest at first. So, ich denke, das... Viktorianisch, viktorianisch. Ja, ja, ja. Halt mal Zielfernrohr. Kurzes, brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Okay. Munition, normal, Express. Mal ein paar von den Express-Dingern. So. Das ist mal das Erste. So, den Revolver. Erstmal die Waffe reinigen. So. Ich hätte einen echt einen schönen Griff, wäre nicht schlecht, wa? So ein Perlmuttgriff. So. Die
den Lauf. Kann man da, du hast schon den langen, den verkürzten wollen wir ja nicht, nee. Mal den Drall schon drin. Nee, machen wir rein. So, Visier, das ist, denke ich, nein, oder? Bei mehr Genauigkeit. Moment. So. Dekoration. Metalle. Ich weiß nicht. Korpus, das wird das Ding hier. Like what you see? I'm a bit of a hunting enthusiast, as you may have surmised. Gravuren. Das ganze Ding, man sieht da halt nicht viel, ne? Mal das Teil Intarsien. Ja, genau. Na, so, dass es halt sichtbar ist, ne? Fast sichtbarer so. This here store's as proud and fine as the town it lives in. So. Ja. Geil. Ist, eigentlich sollte das jetzt keine Dingsbubs an. Ach ja, wir haben das doch. Ach, das war dieses Ding. Okay, ein Blockgewehr. Gesäppe Tiergewehr, bitte Karabiner, Kettleman Revolver. Hinter Flinte, doppelläufige Flinte. Ich hab für das Springfield-Gewehr mehr Munition, ehrlich gesagt. So. Jetzt suchen wir deinen Katalog, ne? Jetzt haben wir zwar viel ausgegeben, aber ich würde es trotzdem mal kurz. Und wir können ihn noch gleich ausrauben. So. Also ich kann ihn ja nicht drauf ansprechen, ne? Auf die Seile unten. Bei den Pistolen. Nehmen wir den hier. Das Ding geht theoretisch. Ist das schon die beste? Double Action Revolver. Habe ich noch zwei davon, ehrlich gesagt, hätte ich gerne halt. Sehr viel mehr Schaden. Und die? I'd keep away from the butcher's sausage. There's a reason he keeps the price so low. So, warte mal. Ist das schon alles? Tja. So. I have one myself. Komponenten, Griff. I can rifle the barrel for you if you'd like. Hier mal das Griff, ja. Fine choice. I can Langer Lauf. If you're interested. Had to have it, eh? Mit Drall. Farbe gefällt mir halt hier überhaupt nicht in dem Fall. Got some nice parts for that gun, you know. All ja, right. Ja, ist mir schon klar. So. Alles klar, die Waffe ist also schon mal munitionstechnisch. Bist du Munition Express? So. Okay, Dekoration. Metalle. Ja, den möchte ich anders haben. Pimp White. Das Visier ja auch in Pimp White, bitte. Das ist alles schwarz. Damit kann ich, denke ich, leben. Okay, Schnitzereien, Gravuren. Tatsächlich, oh ja. Kommt echt gut in den Silber, glaube ich. You need anything special, you let me know. Ja, kaufen. So. Also wenn ich jetzt noch ordentliche Klamotten kaufen könnte, dann wäre ich echt glücklich. So. Dann müssen wir mal hier eingedeckt. Und jetzt rauben wir den Typ aus. So. Wait to give this a try. Ja, Charlie ist wieder sehr. Hey, no customers over there. Watch
Watch yourself in my shop. Naja, ich mache ja schon. Vielleicht nach unten gehen. I'm sorry, partner. So, jetzt mal, also wie geht das jetzt? Büchsenmacher zielen. We're all friends in my shop. Let's keep it that way. Okay. I'm making this right here, right now. Should learn how to shoot, fella. Ernsthaft? Du bist doch echt ein Trottel, Mann. Zeichnung des Sohns, sehr super. Ich wollte eigentlich nur den Typ retten, dem Keller. Problem, Leute. Vulkanik und hier ist... Kann ich hier nicht die andere Waffe hinpacken? Ich hab die ja nicht dabei, ne? Ja. Nicht, dass ich hier bin, ja? Nicht die Option, ihn zu überfallen. Ich dachte, wenn ich die Waffe ziehe, dann kommt es automatisch, der Dialog. Steht vor der Haustür, hm? Die Kasse ausrauben. Kann ich mein ganzes Geld bitte wieder haben? $50. Mal die ganze Gewehrmunition mit, das ganze Zeug, was hier rumliegt. Dass wir hier drin sind. Pferdchen! Wow! Boy! Und dann $60.50, ja? Okay. Naja, das ist schon okay. Aber ein bisschen durchgedreht. War ja eigentlich ein Missverständnis mit dem Ding da drin, aber gut. Bin ich nicht gierig geworden und jetzt werden wir natürlich dafür bezahlen. So oder so, ne? Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tollen.